So, liebe Leute, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 27 und wir machen heute weiter hier mit unserer eigenen Spielerkarriere bzw. eigenen Vereinskarriere. Ich habe den Wevelingen erstellt, den Verein gibt es wirklich. Liegt im Kreis Neuss in Nordrhein-Westfalen für die Leute, die es nicht kennen. Ich bin, glaube ich, mittlerweile um in der Kreisliga A oder B, so ein Dreh rum. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt. Hätte ich eigentlich mal machen können. Und da freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid hier. Ja, ich habe mal ein bisschen was umgestellt, eigene Vereine sind vorgestellt, Team ersetzt, ich habe sie Gütsche München ersetzt, spiele also in der dritten Liga, habe die Rivalen gewählt, das ist Viktoria Köln, Trikot, Wappen und Stadion sind erstellt, Vorspiel in 10.500 Zuschauern, das ist in Ordnung für die Liga, für einen kleinen Verein, ja, mein Team und alles drumherum habe ich erstellt, wir haben ein junges Team, wir haben 1 Million als Transferbudget, also nicht allzu viel, sondern arbeiten uns quasi alles nach und nach und gucken mal, wie es um. Und das ist unsere Karriereeinstellung. Wir spielen auf Profi. Fangen zumindest mal damit an. Wenn es einfach wird, kann man immer noch hochstellen. Hat so lange 5 Minuten Währung Euro. Transferfenster ist aktiviert. Top-Angebot für Nationalmannschaften habe ich rausgenommen und die Verhandlungswerte habe ich für locker gestellt. Europapokal brauchen wir, glaube ich, noch nicht von träumen. Ich freue mich trotzdem, wenn ihr dabei seid oder dabei bleibt weiterhin. Los geht's. Eins ist bereit. In der neuen Saison können neue Helden geboren werden. Die Fans strömen voller Hoffnung und Erwartung ins Stadion, um ein Team anzufeuern. Vor dem Anpfiff des ersten Saisonspiels träumt jeder. Die Spieler, die Mitarbeiter, die Fans, alle sehen im Angriff fair bei. Was war, zählt nicht mehr, es ist eine neue Aufgabe, eine neue Chance aufzutrumpfen. Das wird unser Jahr. Und jetzt geht's gleich los. Hier bei FIFA 22. Schön, dass ihr, wie gesagt, immer noch dabei seid. So, ich habe mal mit Man City in der Saison angefangen, werde aber das natürlich jetzt nicht weiter fortführen, sondern ich werde meine Let's Play-Karriere heute hier anfangen. Ne, warte mal, ich werde heißt, ja, hier geht es ja bei FIFA 21 Karriere LP, das wird auch genau hier so passieren. Und mal gucken, wie lange wir spielen. Bei FIFA 21 haben wir 5 Saisons gespielt, mal gucken, wie weit wir hier kommen und was die Zukunft bringt. Meine Damen und Herren, hier ist der neue Trainer. So, wir können tatsächlich auch anfangen schon mit den ersten Wettbewerben. Wir fangen, könnten mit dem European Shield anfangen. Kriegen ja mal 4, 5 Millionen, wenn man mit der Mannschaft. Und ich würde sagen, wir fangen tatsächlich heute mal mit dem Vorbereitungsturnier an. Ja, Salernitana, das Aufsteiger aus Italien. Ist das nicht sogar der AC Monza? Muss ich nehmen? Ne, das ist gleich vom Wappen, das ist dasselbe fast. So, Ribéry spielt zumindest dort. Wir fangen aber hier mit dieser Mannschaft an und nehmen etwas leichtere Dings. 1,45 Millionen. Wir fangen heute mit den Vorbereitungsturnieren an, damit unsere Mannschaft sich findet und wir ein bisschen mehr als unser mehr als Budget reinbekommen. Dafür mit den vier Sprünge können wir sowieso nicht machen. Und ja. Linksverteidiger. Ich will natürlich ein paar Spieler schon mal auf Positionen setzen. Wie gesagt, wir werden natürlich am Anfang noch mit den ganzen eingestellten Spielern spielen, klar. Deswegen. Wir werden natürlich mein Standardsystem spielen, mein 4-2-3-1 spielen. Das, was ich quasi auch beim FC Schalke gespielt habe. So, jetzt muss ich gerade gucken, ob ich hier irgendwo einen LM habe. Ich habe bestimmt immer noch einen LM auf der immer. Ich keinen LM auf der. Warte mal, das ist nicht die richtige Aufstellung, die ich so hätte. Warte mal, 4, 2, 3, 1 kompakt. Gedacht, dass ich sozusagen mal auf der Position, ich habe schon gespielt viel, ich glaube, ich habe 4-4-2 gespielt, ne? Ja, 4-4-2 halten. Genau.
So habe ich gespielt. So, Hatschini, Schumacher, der dann vorne natürlich. Wie sagt man, wenn wir eh noch keine großen Sprünge machen können? Das ist schon mal klar. So. Hier habe ich den LV, der kann es aber auch spielen. IV, hier ist ein Rechtsverteidiger, kann natürlich die Position spielen. Wie gesagt, große Sprünge werden wir hier nicht machen können. Ist klar. Das müssen wir dann irgendwann uns alles mal irgendwann erarbeiten, wie wir hier weiterkommen. So, Schröder geht mal in die Innenverteidigung. Ich denke mal, es war heute sogar schon das erste Spiel sehen könnten. So, Rollen. Kurzer Freistoß. Ja, Hajini. Ja. Ich lasse das erstmal so, wie das ist. So, speichern wir. Eigentlich bräuchte ich noch einen guten Sechser. Aber wir gucken jetzt mal gerade rein, was für Nachrichten so bekommen. So, ja. So, European Teilnahme. Wir haben natürlich, sind wir froh, dass wir uns bestätigt haben. Dänemark ist das Gastgeberland, also so Vorbereitungsturnier ist das meistens. Das Wettbewerb stellt eine große Möglichkeit für Sie da, Versorgung in aktuellen Kader zu testen, mit Ausstellung und Taktik zu experimentieren. Das vergessen Sie, weil Sie natürlich auch Werbung in der eigenen Sache machen können. Ist klar. Nur, dass ich jetzt gerade mal, ich hoffe, dass ich die Namen richtig ausspreche. Vorbereitungs Gegner sind unsere, sind Sender Jiski. Ich hoffe, dass ich die in richtig ausspreche. FC Agasch und Stalmilek. Wahrscheinlich aus Tschechien, irgendwo Polen und Schweden. Soweit ich das richtig habe. Na gut. Wie gesagt, viel haben wir eh nicht momentan. Was haben wir denn als Ziel überhaupt vorgegeben? So nebenbei. Als Ziel der Saison ein Profit von 15 Millionen plus Verkäufen als Nachwuchsspieler bleiben in der Saison 2. Reichsfünf-Spieler und Niederlage in Auswärtsspielen dieser Saison. Und zwei Saisons mit einem Spieler aus deiner Jugendakademie der ersten Saison und Doppel für der Folgesaison bei mindestens 30% Einsatzquote. Wir gucken erstmal in die Jugendakademie, würde irgendwie was haben. Oder ich weiß gar nicht, ob wir schon was aufbauen können. So, natürlich muss ich jetzt gerade mal mir das Hinspieler angucken. Wie gesagt, ich versuche natürlich jetzt ein bisschen. Was haben wir denn hier? Was ist das für eine Position? Rechtes Mittelfeld. Wie sagt den nehmen wir mit hoch? Zum Profi befördern. Ich nehme natürlich den Jungs ein bisschen ihre Chance. Zum Profi befördern. Ich nehme die alle mal mit hoch. Weil, was können wir mit der Million machen? Wir haben eh keine Möglichkeit, irgendwelche großen Megasprünge zu machen. Und ja, deswegen. Ich lasse den mal auf der Position spielen, damit da irgendwas reinkommt. Ma, heißt der gute Kollege. Mal gucken, ob wir da irgendwie was. So. Gut, dann war das mal so. Dann kann man nämlich mal in die Trainings reingehen gerade. So, warte mal, Trainingslauf. Pro. Manager bearbeiten brauche ich nicht. Stadionpass brauche ich auch nicht. War das denn jetzt mit den Trainings? Ist hier der Teamzentrale? Nee, ne? Ah, hier Entwicklung. Ja, so viele Spieler natürlich, die hier nur ein Jahr Vertrag haben.
jetzt mal die Talente größtenteils auf die Leihlisten. Klar, der Kader ist noch relativ jung. Dann gehen wir mal rein in Richtung erstes Spiel. Übrigens, nur so nebenbei. Unterbrechung könnt ihr verwalten mit R2. Bei Trainingstage können wir nämlich überspringen machen. Das machen wir auch. Gucken wir mal gerade rein. Ist nicht irgendeine Möglichkeit jetzt gerade hier. War das denn mit den Trainings? Wir können ja mal ein neues Netzwerk aufbauen. Ich hoffe, dass wir das von den finanziellen ja können. Hier muss man. Nee, oh nicht. Was war das denn? Oh, ich muss mich gerade wieder ein bisschen zurechtfinden hier. Ich habe das bei meiner vorigen Karriere nicht wirklich gemacht. Passen. So, ich guck mal gerade, ob ich ein bisschen Musik im Hintergrund reinkriege. So, genau, die nehmen wir mal raus, die, weil wir ja wegen Aufnahmen nicht das machen können. So, die ganzen CPUs-Dinger, die machen wir nicht. Was war das denn mit dem Training? Bin ich jetzt gerade nicht. War das hier unten Entwicklung? Ich jetzt das Spiel mache. Ich habe riesen Kader, ich weiß das. Aber wenn wir jetzt gerade blöd oder? Naja, komm, gehen wir mal ins erste Teil spielen heute. Ich muss mich da noch ein bisschen reinfuchsen. Leihe was zum Kauf. Warte mal, delegieren kann ich das rausnehmen. Der kriegt eine 2-Jahres-Leihe. Da will ich auf jeden Fall ablehnen. Eventuell brauche ich den noch. Achso, wir haben ja da irgendwie noch eine Nachricht reingekriegt, ne? Nils Schumacher heißt er. Ja, schön, dich auf jeden Fall kennenzulernen. Das freut mich. So. Und dann gehen wir rein. Das erste Spiel gegen den FCA. Gell, erstes Vorbereitungsturnier, erstes Spiel. Und dann gucken wir mal, was wir die neuen Trikots mal an Bord bringen. Trikot ändern. Und dann gehen wir rein ins Match. Auf geht's. Erstes Spiel, unser Vorbereitungsturnier. Und da freue ich mich drauf. Ich hoffe, dass wir hier die volle. Dass wir hier die volle Dings haben. Ja, gehen wir mal rein ins Match, komm. Es ist klar, dass er heute im Mittelpunkt steht.
Denn der feiert heute sein Startelf-Debüt. Wir zeigen Ihnen seinen Auftritt live, nur bei EA TV. Mal gucken, wann wir dann irgendwann mal unsere eigenen Spieler kaufen. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Willkommen, liebe Fußballfreunde. Mein Name ist Wolf Schuss, zusammen mit Franco Schwann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Und wir sind heute zu Gast in der Vorbereitung. Auf dem Programm steht ein Gruppenspiel vom ersten Spieltag des European Continental Schwarz. Das dürfte eine richtig gute Partie werden. Erstes Gruppenspiel also in diesem Vorbereitungsturnier. Jetzt ja, das ist das erste Gruppenspiel und die erste Chance für unseren neuen Verein hier. Das war gefährlich. Er ist zur Stelle ein Klasse-Keeper. Ecke kommt ins Zentrum. Die Ecke kommt. Und die erste nächste große Chance. Also kann man mal ein Turnier starten. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Kann klären auf Kosten dieses Einwurfs. Der Ball kommt wieder zurück. Ja, gut dazwischen gegangen. Klar, gibt Einwurf. Ah, Schmidt, da kommt noch ein bisschen dazwischen. Da ist die Flanke. Ja, gut. Heute sein erstes Spiel als Trainer dieses Clubs und da ist das Interesse natürlich unheimlich. Es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter und gelb für Beck, D4. Oh, ist das bitter, direkt am Anfang. Oh, der Elfmeter ist verschossen. Und nicht das erste Gegentor der Vereinsgeschichte hier. Auf die Spiele in diesem Vorbereitungsturnier können wir uns freuen. Ah, es fing gut an, die erste Chance hatte man noch mit der, nach der Ecke. Und dann gab es den Elfmeter, der aber verschossen wurde. Alles neu in diesem Wahl. Man will ja mal langfristig in die Bundesliga, aber mal gucken. Das ist nur sehr, sehr langfristig gedacht. Ich werde es mal stabilisieren, ein bisschen was aufbauen hier. Und dann gucken wir einfach mal, was drin ist. Ein 18-Jähriger feiert in diesem Spiel sein Profidebüt. Ma. In der Startelf. Ein ganz junger Mann, erst am Anfang seiner Karriere. Aber wenn man den Experten glauben darf, dann wird es eine glanzvolle Karriere werden. Gut möglich, Wolf. Wir durften ihn schon mal ein wenig beobachten. Also ich glaube, er hat durchaus das Zeug, sich bei den Großen durchzusetzen. Ist wirklich ein Riesentalent. Ja, gut, genau, ist da. Jetzt darf er und kann er sich hier beweisen. Das ist eine Riesenchance. Jetzt mal der Konter war schwarz. Der sich erstmal gegen Jean-Miguel durchsetzt. Der Ball kommt. Ja, Willens. Also der, die Feinde vom Dorf. Wie viel sind ja nur ein Dorf von. Noch keine Ahnung, wie viel Zuschauer. Wie viel Fan. Wie viel. Einmal 5.000, 6.000 oder so werden es auch sein. Viel ist es nicht. Also der nächste Dorfclub soll die Bundesliga, große, große Fußballwelt erobern und wir führen das Spiel will viele weiter und wir fangen es mit Wilfego, aber wir fangen hier das bei YouTube mal an. Die Gelegenheit für die Flanke. Macht er gut. Ball kommt. Gut gelöst und das erste Gegentor 0 zu 1. Konzept geht aus, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Schritt hoch. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade. Er ist gut gehalten, den Keeper, und dann quasi. Ja, wenn man weiterkommen kann, das hier heute schon den ersten Dämpfer geben. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt seit er über den Elfmeter verschossen hat. Ach Mann! Die Flanke war schlecht. Also die Idee war. Gut, aber die Umsetzung nicht wirklich. Weiter gefährlich hier. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Gefährliche Szene. Mit zwei. Der nächste Dämpfer. Da waren sie wohl noch geschockt vom Gegentor. Und dann klingelt und direkt den Doppelschlag kassiert hier. Zwei Tore in so kurzer Zeit.
Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus. Ja, es lief gut am Anfang. Es war die erste Chance, hatte man. Aber dann kam immer dieser Knick. Naja, erstmal. Erstmal dieser Ball abgefangen. Es funktioniert noch nicht so wirklich, wie es eigentlich sein soll. So, das ist jetzt natürlich schon klasse, was sie da machen. Enorm ruhig, ballsicher, diszipliniert. So der letzte Drang nach vorne ist momentan nicht zu sehen, aber sie liegen nach vorne und wer will es ihnen verdenken? Ja. Hat Genauigkeit gefehlt, ja. Ja, wenn er besser zielt, ein bisschen weniger Power, dann ist es ein Tor. Meier. Pass wird abgeschlossen. Ja, aber momentan scheint wohl irgendwie eine Blockade drin zu sein, dass man da nicht wirklich. Jetzt vielleicht mal. Sieht gefährlich aus. Puh, man hat seine Chance. Grape. Ja, aber sehr gut hält. Also die Szene eben unfassbar, dass er den nicht macht. Das muss doch ein Tor sein. Da erobert er den Ball. Ah, blöder Ballverlust da vorne. Da will man wieder. Also man muss sich halt natürlich mit dieser Truppe erst finden. Da wartet noch keiner, dass wir ja irgendwie durchmarschieren. Gut, jetzt bitte nicht das 0:3, sondern mit diesem 0:2 in die Pause. Es ist aber tatsächlich das 0:3. Zeit. Schöner Ball da vorne rein. Man steht komplett offen da hinten drin. Und kassiert den nächsten Nackenschlag. Ob diese Partie wirklich nochmal spannend wird? Für den Moment steht es hier 3:0. So kann man nicht gut anfangen. Man braucht gar nicht jetzt auf die anderen Ergebnisse zu gucken, weil. Der Nackenschlag natürlich da hinten drin. Das ist einfach alles zu einfach, zu offen. Und dann muss man halt gucken, wer es macht. So, es wird jetzt auf jeden Fall einen Doppelwechsel geben gleich. Und weiter geht's. Durchgang 2 in diesem Gruppenspiel im European Continental Turnier. Ja, es wird ein herber Dämpfer auf dem Weg, quasi was hier aufzubauen, das ist klar. Aber wir lassen es von Rückschlägen nicht haben. Also wir gucken, nachdem wie das hier ausgeht, hoffe ich, dass ich trotzdem hier weiterarbeiten kann als Trainer. Er holt den Ball hier ganz stark. Jetzt mal Hajini. Vielleicht jetzt mal, vielleicht jetzt mal. Tor! Nur noch 1:3. Dann ist es Nils Schumacher, der mit seinem ersten Saisontreffer. Gut gemacht, Hajini hier, der den Zweimann bindet und dann dieser Ball in den Rückraum. Das ist letztlich nur noch Formsache. Heißt es also jetzt. Ja, vielleicht mal. Ja, schade, ich dachte, es gibt jetzt noch eine Möglichkeit, da durchzukommen. Sicher, im Moment ist da kein Durchkommen. Und es wird nichts draus, sie verlieren den Ball. Kein ah, zu einfach. Zu durchsichtig. Jetzt wäre Zeit für eine Flanke. Die Chance hier. Und dann ist das vierte Tor. Sei trifft wieder. Und alle Hoffnungen, irgendwie auf eine Möglichkeit, vielleicht nochmal so eine Aufholjagd zu starten, ist natürlich jetzt wieder dahin. Ne? Der passt dann auch wieder rein, der Ball. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4:1. Ja, es gibt Freistoß für uns. Jetzt könnt ihr den Ball reinbringen.
Ah, du, alles zu einfach, alles zu einfach. Viel mehr drin gewesen. Und auch hier wieder. Eigentlich super, da super Ball da vorne reinzuspielen. Platz wäre da gewesen. Mit diesen Zeit kriegen wir nicht 0,0 in den Griff da vorne. Aber jetzt kommt. Ein Wurf, Dagisch. Es gibt einen Wechsel. Jetzt bringen sie die Flanke rein. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Ja, da muss man aufpassen mit solchen Grätschen, nicht, dass da irgendwie was passiert. Oh, mit dem Fallrückzieher will er den Treffer machen. Akrobatisch, aber sind wir ehrlich, richtig gefährlich. Graf. Ah, den kriegt er nicht in die Position da vorne. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Ja, 20 Minuten noch. Vielleicht hier ein bisschen was mehr Ergebniskosmetik. Und dann ist es, dann hast du dir jetzt mal ein bisschen Platz ab. Und wieder ein Ballverlust. Also man kriegt es momentan nicht wirklich hin, das Mittelfeld so zu machen. Sei! Der ist einfach sowas von drauf. Die übernehmen 15 Minuten einfach heute alles. Und geht jetzt raus. Und der nächste Ballverlust, das ist richtig bitter da hinten. Also verdient es diese Lage auf alle Fälle, das muss man einfach mal so knallhart sagen. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Ja, wird Einwurf geben, kommt er nicht mehr ran an diesen Pass. Schumacher. Ah, gut gemacht, gute Idee von Schwarz. Und dann ist es mal eine Chance gewesen. Mal ein bisschen was zu machen hier noch. 9 Minuten sind hier noch zu spielen. Ich meine, an der Niederlage wird sich nichts ändern, das ist ganz klar. Ach, zu weit. Wird Einwurf geben. Sie wechseln jetzt. Schöner Ball. Die Chance jetzt. Keine gute Leistung heute. Aber hier ist der Torwart mal zur Stelle. Es gibt halt die nächste Ecke. Er lässt den Kopf wenigstens nicht hängen, sondern versucht noch das Beste rauszuholen. So wie in dieser Szene. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Meier. Jetzt vielleicht mal die Seite über links. Jetzt nochmal. Platz zum Flanken hier. Jetzt zieht er in die Mitte. Er sucht die entscheidende Lücke. Klasse Einsatz. Keine Idee. Wert. Dann ist das Ding aus. 1-4, die erste Niederlage. Und ja. Bittere Niederlage, vor allem in dieser Höhe, das gilt es zu verarbeiten. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Nach meines Tages ist es natürlich Zeit. Oh, warte, was für eine Chance. Die erste Chance hatte man, aber der war nicht. Ja, völlig verdient verloren, muss man ganz einfach so knallhart sagen. So wird es nicht. Im zweiten Spiel muss natürlich ein Sieg her. Will man auch in diesem Turnier bleiben. Ansonsten scheidet man hier schon relativ sang- und klanglos aus. Man will ja ein bisschen was mitnehmen.
So. Gut. Ja, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sitzen ja in der nächsten Folge wieder und dann geht es weiter mit dem nächsten Testspiel. Das heißt dann gegen Stal Milek, die das erste Spiel gewonnen haben. Ne? Wenn wir da gewinnen sollten. Naja, wird nicht ganz einfach werden. Wir sehen uns dann wieder. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid bei der nächsten Folge. Bis morgen. Tschüss.